Servus, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, eine Campusmaske fertigzustellen. Ich habe da sogar einen Hinterkopf hinzugeleimt. Also den habe ich nicht im vorigen Video mit eingenommen, denn Hinterkopf anleimen ist kein Problem, ist nichts anderes wie eine halbe Schüssel, die was einfach hinten dran geleimt ist. Und man fängt jetzt bei der Campusmaske oder Beichtenmaske, wie auch immer, in dem Fall wird es eher eine Beichtenmaske. Den Unterschied kann man selber googeln. Fange ich an, die Harzgallen oder harzige Sachen wie Äste, Harzgallen vielleicht rauszuschneiden, wenn welche wären. Habe in dem Fall eh nirgends. Aber harzige Sachen ein bisschen auszubrennen, und das geht am besten mit einem Heißluftföhn. So, jetzt nach dem Ausbrennen habe ich noch angeschliffen, damit der ganze Harz ein bisschen weg ist. Und jetzt wird grundiert. Ich habe schon eine Unterlage gesucht, einfach einen Karton, damit der Schnitz nicht dreckig wird. Und jetzt grundiere ich eigentlich immer mit Wandfarbe, denn die deckt am besten. Da tue ich entweder eine Schicht oder zwei Schichten vielleicht drauf, höchstwahrscheinlich nur eine Schicht. Und damit starte ich jetzt. Die zweite Grundschicht ist jetzt fertig, die weiße Schicht, und jetzt fange ich an, Akzente zu setzen, zum Beispiel Augen, gerötete Augen, Lippen und so weiter, mit einer Volltonfarbe, also auf gut Deutsch eine Wandfarbe, die man zur Verfügung hat, und die verdünne ich ein bisschen, dann trage ich sie auf und wische den Rest ein bisschen weg, damit die höheren Stellen heller sind, und das gleiche mache ich dann mit der kompletten Grundfarbe, und ich habe noch übrig von der letzten, also einfach eine zusammengemischte graue Farbe ist Wandfarbe, Acrylfarbe, also auf Wasserbasis miteinander vermischt, und das sollte so funktionieren. Ist relativ flüssig, damit man es auch wieder abwischen kann, also ziemlich leicht.
So, die Grundfarbe steht. Jetzt gehe ich die Höhen und Tiefen durch. Also die tiefen Stellen ein dunkler, die hohen Stellen ein bisschen heller. Dazu nehme ich noch die übrige Farbe und mische vielleicht mit ein bisschen heller ab oder ein bisschen dunkler, wie auch immer. Oder mit Rot ein bisschen abmischen. Da fange ich damit an, die Falten zu machen. Und dann gehe ich in die Details. So ein kleiner Tipp am Rande, wenn man jetzt zum Beispiel Acrylfarbe nimmt, auf Wasserbasis, die verwende ich immer, weil mit Wasser auflösen ist einfacher, dann bleibt die Patina dort schlechter haften als auf der Wandfarbe. Deswegen kann man die höheren Stellen und so weiter natürlich mit der Acrylfarbe machen, aber man muss halt bedenken, dass dort die Farbe nicht bleibt von der Patina. Und das gleiche gilt noch für Rot zum Beispiel oder für Weiß die Zähne. Dass man das ein bisschen dunkler haltet oder mit Wandfarbe ein bisschen mitmischt, dann haftet auch die Patina ein bisschen. Und deswegen ist es nicht so heikel zu machen, so hakel, denn die Patina macht eh die Übergänge wieder ein bisschen schöner. Beziehungsweise gibt einen kleinen Überton, Unterton an.
die Schattierung und helle Stellen sind gemacht. Die hellen Stellen, sieht mir hier ein bisschen weiß dazu getupft. Es geht am besten mit einem alten Pinsel, einem hinigen, der nichts mehr drauf hat. Da geht es am besten, auch die Übergänge zu machen. Und man braucht es nicht so genau machen, denn wie gesagt, da kommt eine Patina drauf. Und jetzt gehe ich ins Detail, also Zähne, Augen und so weiter. Und wenn man die Augen, zum Beispiel das Augenweiß oder Zähne weiß macht, nie ganz weiß machen, auf gar keinen Fall. Immer ein bisschen gelblich oder vielleicht braun ein bisschen dazu. Also nie weiß, das schaut hässlich aus. Und welche Augen man schlussendlich benutzt oder machen möchte, bleibt einem selber überlassen. Ich mache in dem Fall wie so Schlangenaugen, so Schlitz, so teufelmäßig. Ja, man kann auch natürliche Augen machen mit Blutgerinnsel rundherum, das schaut auch gut aus, aber ich male sie immer. So, jetzt zum Abschluss kommt als Farbe die Patina drauf. Mische Büffelwax mit Ölfarbe, bisschen schwarz und braun, kommt davon, welche Farbe man braucht, bisschen dunkler oder heller. Da mische ich zusammen und dafür verwende ich immer den gleichen Pinsel, also dass der nicht schlimm wird. Mir wurde immer gelernt, Büffelwax, vielleicht gibt es inzwischen Alternativen. Man kann ja mal Bescheid sagen, das ist ja so ein Hartwachs, so ein Bodenwachs. Vielleicht gibt es inzwischen Alternativen, kann man ja mal in die Kommentare schreiben. Das wäre jetzt zusammenmischen, dann auftragen, eintrocknen lassen oder zuerst leicht abreiben, eintrocknen lassen und dann drüber polieren.
So, das Polieren ist jetzt fertig. Wie man merkt, habe ich eine Maske gemacht ohne Hörner, denn der Kunde will das so, wahrscheinlich fürs Raufen und so weiter. Man kann nachträglich noch eventuell Hörner drauf machen, indem man anschnitzen tut die Oberfläche und dann drauf klebt. Oder sie schon vorn grundieren. Das ist, glaube ich, das Beste. Aber jetzt geht es grundsätzlich ums Auspolstern von innen. Zum Auspolstern verwende ich noch einen Schaumstoff, entweder so einen dicken wie hier oder einen dünnen. Also ich habe hier ein Beispiel, es gibt auch mehrere verschiedene Stärken, also egal was man nimmt, natürlich was zum Zuschneiden, ein Messer oder sowas. Und natürlich zum Ankleben oder Antackern, an zum Beispiel Sprühkleber und Klammer. Ich nehme beides her und man kann es auch mit einer Heißklebepistole reinkleben, das funktioniert auch. Und zum Abschluss kann man natürlich ein Tuch, zum Beispiel über einen Schaumstoff. Ich nehme dazu ein T-Shirt, einfach so ein T-Shirt zerschneiden, habe ich schon einmal zerschnitten, ihr seht es eh schon. Das ist nämlich ziemlich angenehm auf der Haut. Das kommt einfach über einen Schaumstoff drüber, entweder zuerst und mit dem Schaumstoff drauf oder nachträglich drauf. Also wie man es nimmt, eigentlich ist es scheißegal. Das sieht man nicht, das ist nur innen. Und jeder macht es irgendwie anders, es gibt nicht wirklich etwas, wo man sagt, so muss man es machen, sondern eigentlich sollte man es selber rausfinden. Ich zeige nur, wie ich es mache. Wenn ein paar Klammern rausstehen, dann einfach reinschlagen, also mit so einem kleinen Hammer einfach so ein bisschen reinschlagen, damit nicht im Weg ist. Ab und zu hält er nicht, dann neu tackern. Aber das müsste eigentlich eh klar sein. So ein bisschen. Damit sie ein bisschen bündiger sind, damit sie nicht drüber stehen. Man kann es, ja, ich tue es ein bisschen spannen in dem Fall, denn ich will da vorne ein bisschen schmäler sein als hinten. Hier ist ein bisschen viel Luft, deshalb habe ich auch ein bisschen dicker drauf getragen. Und im Grunde und Ganzen pushe ich da bei der Schläfe, da noch ein bisschen, beim Kinn und dann von der Stirn mittig einmal drüber. Oder ich tue generell hier eine Platte hin und hinten und da oben, das geht auch. Aber generell, da braucht es, also beinahe wie bei einem Fahrradhelm, ist auch der Bügel oben. Und seitlich so, also man kann entweder komplett polstern oder nur stückweise, aber zumindest links und rechts. Oben brauchst du auf alle Fälle, damit es nicht niedersitzt, und hinten und vorne. Und seitlich mache ich auch gerne, damit es besser aufliegt, damit man, wenn man hin und her schaut schnell, nicht immer anstoßt. Und beim Kinn kann man auch machen, also aber nicht zu stark beim Kinn, denn ansonsten ist es ein bisschen eine Einschränkung, vielleicht beim Sprechen oder so, also eher leicht. Thank you.
So, soweit, so gut. Ich habe jetzt da vorne, damit ich nicht zu weit vorkomme mit dem Kopf, an der Stirn tue ich höchstwahrscheinlich noch was, brauche ich eigentlich nicht, mache ich aber. Aber hier habe ich ja ein bisschen zu wenig Auflagefläche, also der Kopf geht ja bis hier und der könnte vielleicht so abrutschen, deswegen entscheide ich mich dafür, doch ein Band zu machen. Also trotz Hinterkopf ein Band zu machen. Dazu mache ich da die Klammern auf, schraube die dahinter fest, das ist einfach nur ein alter Spanngurt. Schraube die dahinter fest, am besten mit der Beilagscheibe, damit es nicht ausreißt. Und das ist gut, dass ich hier so viel Schaumstoff habe, denn dann brauche ich mich darum kümmern, ob es raussteht oder nicht. Ansonsten müsste man halt darauf achten, dass da nicht Erhöhung ist und im Weg ist beim Aufsetzen der Maske selber. Also die sitzen da dahinter. Probiere es an oder lass sie anprobieren, kommt darauf an, ob es ein Auftrag ist oder für mich selbst. Und tu dann die Klammern wieder rein. So, soweit ist jetzt fertig. Man muss halt darauf achten, wenn man jetzt den Gurt tatsächlich macht, dass es eher bei den Ohren oder noch ein bisschen tiefer ist. Also ich könnte noch ein bisschen runtersetzen, bei mir habe ich gemerkt, aber es geht. Also ich kann so lassen für momentan. Ich kann gegebenenfalls später auch die Position ändern. Jetzt fängt man an, das Fell hinten drauf zu tun. Und da sucht man sich natürlich die passende Farbe aus, entweder braun oder schwarz, wie das da, ist so ein braun, dunkel, grau, wie auch immer, keine Ahnung. Oder wie in dem Fall, glaube ich, vielleicht schwarz besser. Denke ich mal. Und das nehme ich dann her und ich lege es zuerst einfach auf. Ich lege mal kurz weg. So, Polsterung weg. Man sieht da hier als Ecke, das ist bei jedem Leder am Rand. Also das kann man ganz gut verwenden, wie gesagt, das kommt runter beim Hals, also der hängt dann so. Man könnte auch aufs Fell schauen, in welche Richtung, aber das legt sich noch zur Zeit in die richtige Richtung, oder ungefähr Richtung. Deswegen kümmere mich nicht wirklich viel daran, es ist eigentlich in die richtige Richtung, also passt eigentlich eh. Und da lege ich es einfach auf und zeige ihn dann rundherum an mit einem Edding oder was auch immer und schneide es dann mit einem Schnitzeisen von dieser Seite ein, also aus. So, jetzt habe ich das und das wird jetzt befestigt mit Nägeln mit größeren Köpfen, also im Prinzip wie die da, kann ich mal vor der Kamera halten. Also die haben ein bisschen einen größeren Kopf und so reißt es weniger aus. Natürlich mit einem Hammer reinschlagen, also die Nägel brauchen wir dann und einen Hammer natürlich. Und ich fange immer hier dann hinten an, verkehrt, also so hergelegt. So fange ich dann an. Ich fange immer am Rand an und dann lasse ich es teilweise hier raufstehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen nach oben größer gelassen. Denn dann lasse ich es so ein bisschen raufstehen. Von oben tue ich noch ein paar Reste rüber, aber das mache ich dann auch. So, jetzt habe ich hinten das Fell drauf. Ein bisschen knapp habe ich es gemacht, aber egal, das geht schon. Jetzt nehme ich Reste her und mache den Übergang ein bisschen besser. Also einfach Reste nehmen. Ja, das ist zum Beispiel grau. Man kann grau auch nehmen in dem Fall. Und dann, da ist ja immer zu sehen, deshalb dreht man es ein bisschen. Nagelt es also an, dass die Seite nicht sichtbar ist.
lässt man so runterhängen und seitlich vielleicht. Und ein paar Resteln tue ich so drauf. Ich weiß noch nicht genau wie. Höchstwahrscheinlich eher grau seitlich. So irgendwie. Den bitte vielleicht schwarz oder hinten gräulich. Das entscheide ich dann spontan. So, und fertig haben wir sie. Also fertig, ausgepolstert und so weiter. Man könnte noch ein Gitter reinmachen. Das Problem ist nur, dann sieht man schlechter raus. Aber für Fotografieren sieht man die Augen dann drin nicht. Und das gleiche da. Also man kann es machen, muss man aber nicht. Ich mache es in dem Fall nicht. Denn das stört sehr viele Leute. Also ich würde nur sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.